Ups, das war falsch. Da lang. Guten Tag, guten Tag. Wir wollen niemanden angreifen mit unseren Fäusten. Hallo Doc, kann ich dir helfen? Was weißt du über Red Scorpions? Nicht besonders viel. Es scheint sich bei ihnen um eine... Was? Es scheint sich bei ihnen um eine besonders große Gattung des nordamerikanischen Kaiserskorpions zu handeln. Ich nahm an, dass sich ihr Gift verdünnt, aber es ist stärker geworden. Das widerspricht allen medizinischen Kenntnissen. Seth hat sie gejagt und das hat mir einige meiner Tests sehr geholfen. Und wie die Evolution eine so riesige Kreatur hervorbringen konnte, also das übersteigt meinen Verstand. Selbst mit Strahlenmutationen lässt sich das nicht erklären. Danke, sonst noch was? Du scheinst eine gewisse Bildung genossen zu haben. Was treibst du hier? Probieren wir mal. Ich denke, das passt zu Albert. Ich meine, er ist ziemlich intelligent, hat sich aus allem rausreden können im Vault und geht davon aus, dass alle hier draußen nicht so besonders helle sind. Und wenn er denn mal jemanden trifft, der einigermaßen an sein Niveau rankommt, dann wundert er sich natürlich, wie die Leute das in so einer Umgebung hier aushalten können. Also machen wir mal. Du scheinst eine gewisse Bildung genossen zu haben. Was treibst du hier? Doc Morbid hat mir in Junktown einiges beigebracht. Und die Tatsache, dass wir in Steinhütten leben, bedeutet nicht, dass wir nicht intelligent oder gebildet sind. Einen schönen Tag noch. Ja. Gut. Also keine Tipps, wie wir mit den Skorpionen umgehen sollten, hm? Schön. Hi. Wir könnten jetzt zu Seth gehen und ihn bitten, uns in die Skorpionenhöhlen zu bringen. Aber ehrlich gesagt würde ich mich ganz gerne noch in der Stadt ein wenig umgucken. Oh, und ein unbewachtes Bücherregal. Mit Büchern drin. Das nehmen wir schon mal mit. Ja, also hier in der Stadt ein wenig umgucken und schauen, ob wir nicht irgendwo noch ein paar Gegenstände finden könnten, die uns das Leben erleichtern. Hier riecht es ein wenig streng. Ja, nein, da will sich Albert nicht länger aufhalten. Gucken wir mal in den anderen Teil der Stadt. Hier sind Farmen. Ein Brunnen? Oder wird bestimmt nicht reichen, um Vault 13 in irgendeiner Form zu unterstützen. Wird wahrscheinlich gerade mal reichen hier für die Felder und für die Anwohner. Und zweiköpfige Tiere. Schön, dich zu treffen. Also freundlich sind sie ja alle hier. Bisher. Bisschen paranoid, aber sonst ganz okay. Mu. Mutierte Kuh mit zwei Köpfen. Sie sieht unverletzt aus. Sie hat verdammt nochmal zwei Köpfe. Aber gut. Kommt mit auf die Liste an Dingen, die wir unserem Vault berichten. Hallo. Ich guck mir nur ein bisschen um. Noch so ein Buch und ein Seil. Ein Seil kann man immer gebrauchen. Ian, steh nicht im Weg. Wir müssen das Dorf, in dem du dich kurzfristig niedergelassen hast, ein wenig ausplündern. Sie haben sogar ein Herd hier. Schick, schick. So, können wir bei dir Wasser holen? Du siehst die Wasserversorgung von Shady Sands. Dieses Wasser reicht für die Versorgung deiner Vault nicht aus. Ja, das hatten wir uns auch schon gedacht. Schade, schade. Aber gut, es soll ja noch mehr Siedlungen hier im Süden geben. Vielleicht ist es da ja ein wenig besser. Oh, noch ein Seil. Was ist das da? Ein Vorschlaghammer. Das klingt brachial. Jo. Ist es auch. Großer Hammer mit sehr schwerem Griff. Sieht blieb bei Muskelmännern aus. Mindeststärke 6. Das wären wir also nicht. Und ich denke, Ian läuft lieber mit dem Messer rum. Das passt mehr zu seinem Outfit und Gehabe, als einen Vorschlaghammer hinter sich herzuziehen. Ne, gut. Also hier war sonst nichts außer dem Seil und den Heftchen. Die schauen wir uns an, wenn wir mal eine ruhige Minute haben. Aber jetzt sollten wir uns möglichst schnell um das Problem mit den Skorpionen kümmern. Das sollte ja mit Feuerwaffen eigentlich kein Problem sein. Vor allem, wenn zwei Leute schießen, sollten die gar nicht erst rankommen. Das passt schon.
Du, womit kann ich dir helfen? Bring mich zu dieser Red Scorpion Höhle. Willst du wirklich den Weg zu den Red Scorpion Höhlen wissen? Ich kann nicht mitkommen, aber ich kann dir den Weg dorthin beschreiben. Ja. Und wieder sind wir in einer Höhle. Aber diesmal ohne Ratten, hoffe ich. Dafür mit einem Ian. Und da sehen wir auch schon die ersten Skorpione. Okay, wir sollten das wechseln. Oh, was ist irre dunkel. Okay. Schieß. Keine besonders gute Chance zu treffen. Zieh dich mal ein Stück zurück. Ja, sehr schön. Du kannst sogar zweimal schießen. Und kaputt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schön, dass wir ihr mitgenommen haben. Also, dass er sich so schnell bereit erklärt hat, mitzukommen, nur wegen ein bisschen Action. Oh ja, wird mehr Action hier sein als in Shady Sands, das ist mal sicher. Da ist Munition. Zwischen ganz vielen Knochen. Du glaubst, dass es sich um die Knochen gehörnter Kängurus handelt. Bist dir aber nicht ganz sicher. Die Knochen sind einfach zu verwittert, um sie genau bestimmen zu können. Gehörnte Kängurus, hä? Okay. Und was genau ist unser Plan hier? Wollen wir einfach alle Skorpione töten? Oder wollen wir gucken, ob es so eine Art Mutterskorpion gibt? Und wie pflanzen sie Skorpione fort? Eine biologische Wissenslücke tut sich bei Albert auf. Der will eigentlich keine Munition verschwenden, aber nah rangehen will er auch nicht wirklich. Ah, Ian. Sehr gut. Stehe ich mal hinter Ian. Warte, bis das Vieh hier rankommt. Du bist gut. Du bist echt gut. Wir sollten ihm mehr Munition geben. Und schreiend weglaufen. Ian, du kannst dich auch ruhig zurückziehen, sonst wirst du gestochen. Ja. Also der hellste ist Ian anscheinend nicht unbedingt. Oder er ist sich ziemlich sicher, dass er so einen Stecher wegstecken kann. Albert ist da eher ein bisschen vorsichtig. Und wir nehmen die Stinger hier mit, weil der Doktor bestimmt ein Gegengift draus machen kann. So, noch mehr Knochen von einem ausgebleichten Känguru oder so ähnlich. Und da wir jetzt schon zwei Munition gefunden haben, gucken wir uns ein bisschen genauer um. Aber das scheint es auch schon gewesen zu sein. Das werden wohl irgendwelche Wanderer oder Raider gewesen sein, die hier reingegangen sind, um ihr Glück zu versuchen. Oh, vielleicht finden wir noch mehr. Du bitte mal nachladen. Noch mehr kleinere Knochen. Links oder rechts? Gehen wir erstmal links. Und finden gleich mehr Skorpione. Ein Skorpion. Umso besser. Schieß. Lauf. Jupp. Oh. Brauchst unbedingt eine Übung. Wobei es aber auch verständlich ist. Also es gab in dem Vault zwar einen Schießstand, aber Munition ist doch Mangelware, auch wenn sie es selber herstellen konnten. Die Komponenten, um es selber herzustellen, waren halt nur recht begrenzt. Also so viel Übung hatte er nicht. Aber er hat trotzdem Talent dafür, auch wenn er nicht viele Möglichkeiten hatte, es zu testen. Theoretisch kann er gut mit solchen Waffen gut umgehen. Oh, hier oben sieht es ein wenig voller aus. 1, 2, 3 kann er sehen. Versuchen wir mal einen da rauszulocken. Ian, schieß mal auf den da. Oh. Nicht. Nachladen ist nicht gut. Du. Lauf. Sehr gut. Kommt der andere auch noch? Jetzt bestimmt. Wir müssen echt auf unsere Munition aufpassen, wenn ihn so weiter ballert. Also, er trifft häufiger als wir, keine Frage, aber... Jetzt springt er das Vieh noch mit dem Messer an.
Ja, er ist echt gnadenlos. Geh mal näher ran. Hilf mal dem Verrückten da, indem du ihm hoffentlich nicht in den Rücken schießt. Boah. Einfach niedergemessert. Wie siehst du aus? Er sieht verletzt aus. Okay. Okay, mach mal hier. Ich will nicht, dass du mir umkippst. Pieks. Sieht immer noch verletzt aus. Er hat die selbstbewusste, entspannte Haltung eines erfahrenen Kämpfers. Ich würde es nicht unbedingt entspannt nennen, wenn man mit einem Dolch bewaffnet einen Skorpion anspringt. Aber gut. Nee, ich wollte nicht mein Inventar angucken, ich wollte seins angucken. Du hast noch genug Munition. Warum zum Geier bist du dem angesprungen? Komische Kauz. Zieh deine beste Waffe, wenn wir das nächste Mal kämpfen. Ja, nicht mit dem Dolch. So, die da nachladen. Die Jungs da mitnehmen. Wenn die langsam ein bisschen schwer werden. Ja. Ian, du hast doch bestimmt Lust, einen Rucksack voll giftiger Skorpionschwänze zu tragen und einen Vorschlaghammer, oder? Das ist jetzt nicht gut. Kann ich dir das... Warte, geht das andersrum? Erstmal so testen. Nein. Also wir müssen richtig handeln mit ihm. Wir können ihm nicht einfach Sachen zuschieben und wegnehmen. Das ist unpraktisch, ja. Na gut, dann verkaufen wir dir jetzt einen davon und ein Seil. Und du gibst uns dafür 35 von deinen komischen Deckeln. Beten. Schade, dass er uns noch nicht genug vertraut. Also eigentlich wollten wir ihm einfach nur ein paar von den Skorpionschwänzen in die Hand drücken und uns die später wiederholen. Aber das mag er wohl nicht. Na gut. Denn halt nicht. So, 3 Stück sehen wir hier noch. 4 Stück sehen wir noch. Du schießt und lauf schreiend weg. Hat er überhaupt schon einmal ordentlich getroffen? Nein. Ian, mach das mal. Ja. Du, da. Hallo. Wir sind nur dazu da, euch anzulocken, damit der komische Mann in der Lederrüstung euch töten kann. Okay, wir haben getroffen. Nicht das Ziel, was wir wollten, aber wir haben getroffen. Nein, aus. Ian. Okay, geh näher ran. Schieß nicht auf Ian. Stell dich mal davor. Boah, nicht da. Du kippst gleich um, wenn du vergiftet wirst. Und der nächste kommt. Okay, du. Stell dich vor den Skorpion, ja. Voll daneben gehauen, gut. Schieß auf den und triff endlich, genau. Zug zu Ende. Nicht sterben, Ian. Nicht sterben, Ian. Du nimm das und hau ihm das sofort in den Arm. Was? Du hau ihm das in den Arm. Okay. Wie geht's dir? Mehr Infos. Was willst du? Nein. Ich wollte ganz gerne wissen, wie es dir so geht. Aber es ging hier wohl noch nicht. Kannst du mir sagen, wie ich zum Hub nach Junktown komme? Hub war im Süden, das andere war im Südwesten. Ja, okay, danke. Okay, also ich hoffe, er ist jetzt nicht vergiftet.
Aber er zuckt nicht rum, hat auch keinen Schaum vom Mund, also sollte das okay sein.